Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe Aug um Aug freischalten könnt. Hierfür müsst ihr insgesamt 10 Präzisionskonter ausführen. Und wo ihr diese am einfachsten ausführen könnt, zeige ich euch jetzt direkt als nächstes im Video. Als Startpunkt nutzen wir wieder einmal eine meiner Lieblingsgegenden, um Trophäen freischalten zu können. Direkt unter Sipol werden wir anfangen und dort wartet ja immer eine große Gegnermenge auf uns. Sobald ihr dann an diesem Spot angekommen seid, müssen wir nur noch ein paar Meter nach unten laufen und dort befindet sich ja jetzt gleich die große Gegnermenge. Diese werden wir jetzt nutzen, um die Trophäe freischalten zu können. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch ja wahrscheinlich dieses Video anschaut, werdet ihr wahrscheinlich schon das Gameplay ein bisschen verinnerlicht haben. Wenn ihr im Kampf angegriffen werdet und nichts drückt, werdet ihr ja durch den Angriff nach hinten befördert. Und um überhaupt diese Trophäe erst einmal freischalten zu können, müssen wir im richtigen Moment Dreieck zum Parieren drücken. Solltet ihr jetzt für diese Trophäe es mit Button Smashing versuchen, wird das leider nicht klappen. Ihr werdet zwar teilweise parieren können, aber das ist nicht das perfekte Parieren. Und dementsprechend müssen wir leider ein bisschen anders dabei vorgehen. Generell würde ich bei diesem Gegnertyp empfehlen, dass ihr in dem Moment, wo der Gegner den Arm ausstreckt und euch versucht anzugreifen, dass ihr in diesem Moment dann Dreieck drückt und wenn ihr es richtig macht, pariert ihr den Angriff und, ganz wichtig, ihr tut einen Gegenangriff ausführen. Das ist dann auch die richtige Parierausführung, welche wir insgesamt 10 Mal für das Freischalten der Trophäe benötigen. Solltet ihr euch eher damit schwer tun, dass sich hier so viele Gegner befinden, ist das auch nicht schlimm. In dem Fall schaltet ihr einfach ein paar Gegner aus, bis die Gegnermenge für euch passt und danach führt ihr dann die richtigen Paraden aus. Solltet ihr dann bereits alle Gegner ausgeschaltet haben und ihr noch nicht die Trophäe erhalten, ist es auch kein Problem. In dem Fall spawnt ihr einfach oberhalb von diesem Gebiet, da ist ja ein Schnellreisepunkt und danach könnt ihr dann wieder hier runtergehen und die Gegner sind dann wieder alle da. Und auf diese Weise könnt ihr dann die Trophäe schnell und einfach freischalten. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!